weet ik veel voor meisje. Ach, wel niet te haar niet aan. Volgende truc. Hond met mijn oren. Weer te doen dienen dan. Riepslits met de motor verbonden. Maßstab 1 zu 15 Bauern. Das Modell hat bereits 75 Kröte. Absolut. Und hier Daniel Schreiber 71 Kilo. Mit der Ladebahn und Schreiber so in falschester Zeit. Bauern, das ist effektiv. Und Bahn ist zu unten hoch. Funktionen einbauen, also Querruder, Landeklappen und so weiter und so fort. Was an diesem Modell auch speziell ist und nicht alltäglich, es sind funktionierende Vorflügel, also Vorflügel einbauen. Das heisst, in der Nachleiste kommen die so. Die meisten von euch haben das sicher schon gesehen, wenn sie in die Ferien fliegen und beim Landen oder beim Starten, vor allem beim Landen, vorne bei der Nase so klappen nach vorne, schnellig. Das hilft dort drei dazu bei, dass die Flugzeuge langsamer fliegen bzw. der Auftrieb massiv erhöht wird. Also bei diesem Modell ist das umgesetzt worden, ist sicher bautechnisch nicht ganz ohne. Und ein weiteres Detail, das auch übernommen worden ist vom Original. Es hat Luftbremsen an den Tragflächen und das werden wir vermutlich dann beim Landen sehen. Jetzt ein horizontaler Vorbeiflug. Wunderbar. Wir haben jetzt leicht den Querwind und das merken natürlich das Modell sofort. Der Querwind probiert den Flüger einwindst reinzudrehen. Der Modellpilot gibt ihm aber das Signal, halt, du musst hier geradeaus. Und dann kommt es aber zu so Bambeli-Bewegungen. Aber der Pilot hat das voll im Griff. Das muss so sein. Die A380 im Moment das größte Passagierflugzeug, das im Dienst ist, je nach Besteuerung bis 500-600 Passagiere, ist vor allem von der Singapore Airlines im Einsatz, hat aber mittlerweile auch schon andere Fluggesellschaften, die
der Riesenjumbo in der Heiss gestellt haben. Und das Modell wird uns wunderbar präsentiert. Und nochmal ein schöner Vorbeiflug vom Osten Richtung Westen. Jetzt ist der Wind ein bisschen wenig bis der Nacht. Das Modell fahren wir nicht mehr so. Und ist doch herrlich, wie das Modell fliegt. Das Fahrwerk ist ausgefahren. Jetzt gibt es noch einen Kontrollschlag. Jetzt kommt der Jörg, der Wind kommt ganz quer im Moment. Also Querwind ist jetzt hat wieder Zeit. Querwind ist nicht nur für Modellflüger ein erschwerender Faktor beim Landen, sondern auch in der Grossflügerei ist das nicht ganz ohne. Ich habe mich hier am Anfliegen vom Osten. Ja, das kommt gar nicht so schlecht. Ambelt noch ein bisschen. Ja, super angefangen. Und ein riesen Applaus. Ja, und Bremsen und Klappen aber am Frühling sind wir alle. Jetzt kann ich wieder einfahren. Sehr schön gefahren. Respekt.